6. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Dina. Bescheidene Frage von Paula Demel. Sankt Nikolas, Sankt Nikolas, bringst du der flinken Grete was? Sie ist fast immer artig gewesen, hat fleißig in ihrer Fibel gelesen, kann das große H schon ganz richtig schreiben, wird Ostern gewiss nicht sitzen bleiben. Sankt Nikolas, Sankt Nikolas, schenkst du ihr was? Sankt Nikolas, Sankt Nikolas, bringst du dem dicken Peterle was? Er ist noch zu klein, um zur Schule zu gehen, aber beten kann er schon wunderschön. Lieber Dott, mach alle Menschen dutsch, nimm alle unter deinen Hut. Sankt Nikolas, Sankt Nikolas, schenkst du ihm was? Sankt Nikolas, Sankt Nikolas, bringst du der kleinen Lene was? Sie gehört der armen Flickmarie und hat schon lang ein schlimmes Knie. Zum Spielen kommt sie gar nicht mehr raus, sieht immer so blass und ängstlich aus. Sankt Nikolas, Sankt Nikolas, schenkst du ihr was? Sankt Nikolas, Sankt Nikolas, ich wünsche mir selber auch noch was. Möcht in der Weihnacht mit dir gehen, mir all die fröhlichen Kinder besehen, wie sie tanzen und tuten, knabbern und schlucken und am strahlenden Christbaum die Wunder angucken. Sankt Nikolas, Sankt Nikolas, schenkst du mir das? Ende von Bescheidene Frage.